Die internationale Raumstation ist ein Wunderwerk menschlicher Ingenieurskunst und Erfindungsgabe, das hoch über der Erde kreist und als Symbol für den Fortschritt und das Potenzial der Menschheit dient. Doch hinter dem glänzenden Äußeren verbirgt sich ein dunkles Geheimnis, eine Kontroverse, die seit Jahren von Geheimnissen umhüllt ist. Trotz aller Bemühungen der NASA und anderer Behörden sind Berichte über nicht identifizierte Flugobjekte aufgetaucht, die die Station besuchen. Was sind diese seltsamen Objekte und was ist ihr Zweck? Steht etwas Unheilvolles bevor? Und warum haben die Behörden ihre Existenz vertuscht? Heute gehen wir der neuesten schockierenden Entdeckung der NASA auf den Grund, die berichtet, dass ein riesiges Objekt an der Internationalen Raumstation angedockt hat. Die Wahrheit ist da draußen und wir werden sie aufdecken. Die Internationale Raumstation, ein riesiges Raumschiff, das die Erde umkreist, ist nicht nur ein Zuhause für Astronauten und Kosmonauten, sondern auch ein einzigartiges Wissenschaftslabor. Die von einem Konsortium von Nationen gebaute und betriebene Raumstation besteht aus Komponenten, die von unerschrockenen Astronauten im Weltraum zusammengebaut wurden. Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von 17.500 Meilen pro Stunde und einer Umlaufbahn um die Erde alle 90 Minuten in einer Höhe von 250 Meilen steht die Raumstation an der Spitze der wissenschaftlichen Erforschung. Dank der Forschung an Bord lernt die NASA immer mehr darüber, wie Menschen im Weltraum leben und arbeiten können, was es uns letztendlich ermöglichen wird, weiter zu reisen als je zuvor. Mit einem Volumen, das zwei großen Boeings oder einem Haus mit 5 Schlafzimmern entspricht, kann die Raumstation 6 Besatzungsmitglieder und Besucher bequem unterbringen. Die Raumstation wiegt auf der Erde fast 1 Million Pfund und bedeckt eine Fläche, die einem Footballfeld entspricht, einschließlich der Endzonen, gemessen von den Rändern der Solaranlagen. Die Station enthält auch Labormodule aus den Vereinigten Staaten, Russland, Japan und Europa sowie Knotenpunkte, die verschiedene Teile der Station miteinander verbinden. Neben den Laboren verfügt die Raumstation über eine Vielzahl von Komponenten, auf die sich die Astronauten für ihre wissenschaftliche Arbeit verlassen. Von den russischen Modulen, die die grundlegenden Systeme für den Betrieb der Station und die Wohnräume für die Besatzungsmitglieder bereitstellen, bis hin zu den Solarzellen, die die Sonnenenergie sammeln und die Temperatur der Station regulieren, stellt die Internationale Raumstation den Höhepunkt der menschlichen Errungenschaften in der Weltraumforschung dar. Hinter den Wänden der ISS befinden sich Roboterarme, die maßgeblich am Bau der kolossalen Struktur beteiligt waren. Diese Arme helfen den Astronauten auch bei der Manövrierfähigkeit, wenn sie sich auf Weltraumspaziergänge begeben oder Experimente in der Leere des Weltraums durchführen. Die Luftschleusen sind der Zugangspunkt für Weltraumspaziergänge, während die Andocköffnungen als Eingang für menschliche Besucher und andere Raumfahrzeuge dienen. In letzter Zeit sind diese Ports jedoch zum Gegenstand von Verdächtigungen und Intrigen geworden, da mysteriöse Objekte beim Andocken an die ISS gesichtet wurden. Aber die Kameras haben die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in letzter Zeit auch auf sich gezogen. Mit 4 hochauflösenden Videokameras, die unter dem Namen Columbus Eye bekannt sind, können Interessierte die Geschehnisse rund um die ISS bequem von zu Hause aus verfolgen. Die Kameras, die im April 2014 im Rahmen der CR3 Mission gestartet wurden, bieten einen atemberaubenden Blick auf die Erde und haben sich auf der Livestreaming-Website der Universität Bonn zu einem Publikumsliebling entwickelt. Eine Kamera zeigt nach vorne, 2 nach hinten und eine ist auf den Nadir gerichtet. Alle 4 Kameras sind über ein Ethernet-Kabel mit dem Computer der Raumstation verbunden und übertragen ihre Bilder zurück zur Erde. Es ist faszinierend, dass die Kameras auf der Internationalen Raumstation mehr als eine Funktion haben. Die NASA überträgt nicht nur Bilder aus dem Weltraum zur Erde, sondern nutzt sie auch, um die Haltbarkeit der Kameras unter den rauen kosmischen Bedingungen zu testen. Indem sie beobachtet, wie die Kameras mit der rauen Umgebung umgehen, kann die NASA feststellen, welche Kameras für zukünftige Missionen am besten geeignet sind. Es gibt jedoch Vorwürfe, dass die NASA diese Kameras während des Livestreamings ausschaltet, um etwas vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Als Weltraumbehörde ist die NASA in einer hervorragenden Position, um ungewöhnliche Objekte im Weltraum zu entdecken. Aber einige Leute glauben, dass sie uns nur das zeigt, was sie uns sehen lassen will. Die Kontroverse erhitzte sich kürzlich, als ein helles Objekt in einem Livestream zu sehen war, das scheinbar in die Erdatmosphäre eintrat, bevor die Übertragung auf mysteriöse Weise unterbrochen wurde. Das hat das Interesse an dem Thema nur noch mehr angeheizt, denn die Menschen wollen wissen, welche Geheimnisse die NASA vor ihnen verbirgt. Der Versuch, Informationen zu verbergen, macht die Öffentlichkeit nur noch neugieriger und das Thema UFOs bleibt eines der kontroversesten und fesselndsten Themen. Hast du schon von der neuesten UFO-Sichtung im Livestream der NASA von der Internationalen Raumstation gehört?
Ein Mann namens Jeff, der auch als UFO-Jäger bekannt ist, behauptet, 10 unbekannte Objekte gesehen zu haben, die über der ISS schwebten, während er den Livestream verfolgte. Er machte schnell einen Screenshot des Bildes und teilte ihn mit einem Vollzeit-Earth-Watchman namens Michael, der Veränderungen auf und nahe der Erde verfolgt, um versteckte Erklärungen für verschiedene Phänomene zu finden. Der Screenshot ist seitdem viral gegangen und wurde 100.000-fach angesehen. Dieser Vorfall hat verblüffende Ähnlichkeiten mit dem legendären Mantell-Vorfall, der die UFO-Diskussion lange Zeit prägte und auf eine offizielle Vertuschung hindeutet. Kein Wunder, dass die Öffentlichkeit neugierig darauf ist, was die NASA möglicherweise vor uns verbirgt. Am 28. März 2013, während eines Weltraumspaziergangs außerhalb der ISS, arbeitete Astronaut Chris Cassidy an der Außenseite der Station, als er berichtete, dass er in der Ferne ein Objekt sah. Es sieht aus wie ein Trümmerteil, ein weißes, zylinderförmiges Objekt, das mit dem Kopf nach unten an der ISS vorbeischwebt. Das Objekt war im Hintergrund des Live-Videos von der ISS zu sehen und viele Menschen spekulierten, dass es sich um ein UFO handeln könnte. Verschwörungstheorien und Spekulationen machten die Runde und manche meinten, das Objekt könnte ein Beweis für außerirdisches Leben sein. Die NASA stellte jedoch schnell fest, dass es sich bei dem Objekt um Weltraummüll handelte, wahrscheinlich um ein Stück Isolierung von der ISS oder um ein ausrangiertes Ausrüstungsteil einer früheren Weltraummission. Die Behörde wies darauf hin, dass Weltraummüll in der Umlaufbahn häufig vorkommt und eine potenzielle Gefahr für die ISS und andere Raumfahrzeuge darstellt. Aber war es wirklich nur Weltraummüll? Vielleicht werden wir die Wahrheit nie erfahren. Ein weiterer Vorfall ereignete sich im November 2015, als auf einem Video ein UFO zu sehen war, das in der Nähe der ISS flog. Das Video, das schnell viral ging, zeigte ein helles Objekt, das sich in der Ferne bewegte, während die ISS die Erde umkreiste. Viele Menschen waren überzeugt, dass es sich bei dem Objekt um ein UFO handelte und es gab viele Theorien darüber, was es sein könnte. Einige meinten, es sei ein Beweis für fortschrittliche außerirdische Technologie, während andere spekulierten, dass es sich um ein geheimes Regierungsprojekt handeln könnte. Die NASA machte den Spekulationen jedoch schnell ein Ende und erklärte, dass es sich bei dem Objekt wahrscheinlich um ein Lens Flare oder eine Reflexion des ISS-Fensters handelte. Die Behörde erklärte, dass Linsenreflexe und Spiegelungen in der Weltraumfotografie üblich sind und oft als helle Objekte oder Lichtstreifen erscheinen. Trotz dieser Erklärung weckte der Vorfall erneut das Interesse an der Suche nach außerirdischem Leben und der Möglichkeit von Begegnungen mit Außerirdischen. Er machte auch deutlich, wie schwierig es ist, Foto- und Videobeweise bei der Suche nach UFOs und anderen unerklärlichen Phänomenen zu interpretieren. Machen wir eine Reise in die Vergangenheit zum legendären Mantell-Vorfall. Das war eine Zeit, in der Vertuschungsaktionen viel einfacher durchzuführen waren, da der Informationsfluss viel leichter zu kontrollieren war. Im Jahr 1948 war Air Force Captain Thomas F. Mantell kein gewöhnlicher Pilot, der über 2867 Stunden geflogen war. Der Vorfall begann mit einem Anruf über ein UFO, das aus dem nahegelegenen Fort Knox auf die Godman Air Force Base in Kentucky kam. Sergeant Quinton Blackwell, der Chefoperator des Godman-Kontrollturms, entdeckte das Objekt und beschrieb es als Eistüte mit roter Spitze. Er alarmierte Captain Gary Carter, der Colonel Guy Hicks hinzuzog. 4 F-51D-Kampfjets, darunter auch Mantells, wurden zur Untersuchung des Objekts geschickt. Zwei der Flugzeuge mussten die Verfolgung aufgrund von Sauerstoffmangel aufgeben, aber Mantell blieb dran. Etwa eine Stunde später berichtete Mantell, dass er versuchte, einen besseren Blick auf ein massives, metallisches Objekt zu werfen, das sich mit unglaublicher Geschwindigkeit über ihm bewegte. Leider wurden seine Nachrichten verzerrt und er und das UFO verschwanden. Dieser Vorfall trägt, wie viele andere, alle Merkmale einer offiziellen Vertuschung und alle weiteren Informationen, die Mantell hätte liefern können, sind nun für immer verloren. Es hat mehrere Versuche gegeben, den Mantell-Vorfall zu erklären, aber keiner von ihnen scheint eine zufriedenstellende Erklärung für das zu sein, was tatsächlich passiert ist. Obwohl behauptet wird, dass es sich bei dem Objekt, das Mantell sah, um den Planeten Venus handelte, scheint diese Erklärung angesichts der Umstände unwahrscheinlich. Auch die Idee, dass es sich bei dem Objekt um einen Wetterballon handelte, greift zu kurz, denn es scheint zu klein zu sein, um das zu sein, was Mantell beschrieben hat. Als erfahrener Pilot hätte er sicherlich den Unterschied zwischen einem Planeten, einem Ballon und etwas ganz anderem erkennen können.
Eine Theorie besagt, dass es sich bei dem Objekt um ein Phänomen namens Nebensonne handelt. Eine optische Täuschung, die dadurch entsteht, dass das Sonnenlicht von den Eiskristallen am Himmel reflektiert wird. Diese Erklärung ist jedoch nicht stichhaltig, da das Objekt aus verschiedenen Richtungen gesehen wurde und Nebensonne eine bestimmte Positionierung von Betrachter, Eis und Sonne erfordern. Obwohl es keine eindeutige Erklärung gab, erregte der Mantell-Vorfall so viel Aufmerksamkeit, dass die Behörden 1952 das Project Blue Book ins Leben riefen. Es sollte so viele UFO-Berichte wie möglich aufklären und wurde ins Leben gerufen, um eine öffentliche Panik über eine mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit zu vermeiden. Doch trotz dieser Bemühungen machten es gut dokumentierte Begegnungen mit mehreren Beobachtern, Radardaten und physikalische Effekte auf Flugzeuge schwierig, UFOs als trivial oder pseudowissenschaftlich abzutun. Generalmajor John Samford, der Direktor des Nachrichtendienstes der Air Force, gab bekannt, dass die meisten Berichte erklärt werden konnten, aber ein gewisser Prozentsatz blieb unerklärt. Dieses Eingeständnis zeigt, dass das Project Blue Book zwar nicht endgültig die Existenz außerirdischen Lebens bewiesen hat, aber etwas bewirkt hat, indem es die Öffentlichkeit für UFOs sensibilisiert hat. Es sieht so aus, als wäre die Wahrheit über UFOs nicht mehr nur etwas für Science-Fiction-Fans und Verschwörungstheoretiker. Ob man es glaubt oder nicht, die NASA hat eine Expertengruppe zusammengestellt, die sich mit den sogenannten unidentifizierten Luftphänomenen, UAPs, befasst. Dieses 16-köpfige Gremium wird nicht klassifizierte Sichtungen und Informationen aus dem zivilen, staatlichen und kommerziellen Bereich untersuchen. Mit einer Mischung aus Physikern und Astrobiologen werden sie 9 Monate lang eine Strategie zur Organisation und Analyse von UAP-Daten entwickeln. Die Untersuchung der NASA ist getrennt von der Untersuchung des Pentagons, die sich auf UAPs konzentriert, die von Militärflugzeugen gemeldet und von US-Verteidigungs- und Geheimdienstbeamten untersucht werden. Schreib uns in die Kommentare, was du über UFOs denkst. Irgendetwas sagt mir, dass die Wahrheit da draußen ist und wir ihr endlich näher kommen.